Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tabletop Simulator, diesmal mit der anderen Cards Against Humanity Peacemeat Version 1.0. Und uns ist schon aufgefallen, dass sie deutlich weniger Karten hat, deswegen hoffen wir einfach mal, dass da nicht Sachen dazu gemacht wurden zu dem Hauptspiel. Und deswegen gucken wir mal, was es hier so gibt. Boah, die sind aber nicht so hoch aufgelöst. Nee, das stimmt, aber ich bin gespannt. Wir fangen an. Wer hat gerade gewonnen? Chris. Ja, ich. Ja, dann fängt Chris mal an, würde ich sagen. Moment, warum liegt da noch eine? Hat das einen Grund? Was? Da liegt nur eine schwarze Karte. Na egal. Bei mir nicht. Kennt eh keiner. Ich sehe keine schwarzen cool. Karten. Der Bram wieder auf das Ding getarnt. Oh, aber die Sepp sind ja alle nicht wie alle anderen. Sepp ist. Da passt ja gar nichts von mir. Da passt bei mir 0,0. Gib ihm. Überhaupt nichts. Sexuell. Oh Mann. Das wird richtig gut passen. Verdammt. Mann. Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist Sammy. Scheiße. Ja, Burn. Es gibt auch Minuspunkte. Scheiße, warte mal eben kurz. Darf ich nochmal zurücknehmen? So. Wer hat noch? Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist nicht? Köln. Wow. Ja, das war meine Burn-Karte. Das ist so schlecht, dass ich darüber lachen musste. Oh, Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist, wenn man denkt, dass jeder zweite Spieler von einem selber ist. Hey, das passt ja sogar! Das ist zumindest ein Zitat sogar noch. Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist der Gangster. Ich verstehe nicht, warum ihr hier lacht. Ja, das finde ich ja schrecklich. Sepp ist nicht, Sepp ist Stalin. Auf jeden Fall. Der Piss hat das ist wieder stumpfes Trumpf. Stumpfes Trumpf, sag ich mal. Aber wenn man sich da noch den Zusammenhang überlegt, dann passt das sogar wirklich. Depp ist Adolf Hitler, Junge. Hey, jetzt nicht spoilern, ja, das sollte erst in 10 Jahren rauskommen. Na, ich nehm Gay. Nein! Die stellt sich schon wieder so kurz davor! Mann! Immer kurz davor! Wieso kriegt denn nicht Adolf Hitler? Das geht doch immer! Das war ein knappes Rennen. Scheiße! Ja, ihr wisst doch, Adolf Hitler ist nicht gestorben. Es ist bewiesen, dass er bis 1961 als VW-Werksleiter in Argentinien gearbeitet hat. Oder was? Auf jeden Fall in Chile, sorry, ja. Aufgehauen, der Alte. Huch. Sepp, du bist dran. Achso. Ich zieh dir meine Karte, Sepp, ne? Das ist aber lieb. Ja, ich achte darauf, dass jeder 7 Karten hat. So, was haben wir denn auf der nächsten Let's Play? Bereitet sich Jay mit irgendwas vor? Auf das nächste Let's Play bereitet sich Jay mit. Okay, womit bereite ich mich vor? Ah, ist ja nicht lustig, aber passt zumindest. Okay, ich hab. Allein passende Sachen zu finden ist schon hart gerade. Das ist das Ding, ey. Ja, womit bereitet sich Jay vor? Mit einem Ständer? Tja, ich weiß nicht. Mit... Ja, komm. Burn. Aber ich finde, die Karten sind deutlich persönlicher irgendwie, ne? Die beinhalten halt auch nicht die Standardkarten, sondern ich glaube, das sind... Ja, das sind nur die... Oder also, wobei, ich habe eine Karte, die wir auch schon hatten mal. Tote Jugend? Okay. Nee. Auf das Let's Play bereitet sich Jay mit Adventure Maps vor. Lüge. Oh ja. So ein Scheiß spiele ich nicht. Nicht, ey. Hey, Adventure Maps sind voll cool. Ja, also, Jay bereitet sich vielleicht irgendwie cooler als Adventure Map auf das nächste Let's Play mit meinem Jargon lutschen. Jargon! Das heißt nicht Jargon! Alter! Okay, Sepp hat den Witz versaut. Schade, wer den gelegt hat. Tut mir leid. Schade, wer es gelegt hat. Versteht ihr. Tut mir leid. Ja, machst du nix. Auf das nächste Let's Play bereitet sich Jay mit. Hättest du bei mir legen müssen, hättest du sofort gewonnen. Bram-Logik vor. Alter. Oh, scheiße, wer quält mich denn so? Hätte ich das noch vorher gewusst, ey. Auf das nächste Let's Play bereitet sich Jay mit.
einer Mischung aus Hella von Sinn und Michael Jackson vor. Das ist doch wenigstens mal. Ja. Bisschen, das ist lustig! Das ist lustig. Das ist die lustige Karte! Bisschen lustig. Ja, jetzt guck mal die anderen Karten, ja? Ja, jetzt kommt eh das Beste wahrscheinlich. Nicht. Auf das nächste Let's Play bereitet sich Jay mit Apfelverschwendung vor. Oh, das war die Mega-Burn-Runde, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, also ich finde immer noch Hella von Sinn und Michael Jackson. Lol, das kann nicht wahr sein, dann kriege ich trotzdem noch den Punkt. Okay. Warum? Okay, wer, also das ist jetzt meine Karte jetzt gewesen. Wer kann mir die Apfelverschwendung erklären? Wo kommt das her? Hardy, das verstehst du nicht? Das ist aus deinem eigenen Video. Apfelverschwendung? Ja, wo du so irgendeinen komischen Scheiß isst mit karamellisierten Äpfeln oder so, wo du dann irgendwie noch so Apfelverschwendung sagst. Was? Wie alt ist das Video denn? Peter kann sich nicht erinnern, was wir vor 5 Minuten für eine Quest hatten. Ja, aber daran erinnert er sich witzig. Das ist in irgendeinem Best-of drin, meine ich. Da kann ich mich aber echt nicht mehr dran erinnern. Ja, komm, Karten weg vom Tisch. Ich hatte halt gehofft, dass das irgendwie aus einem FIFA-Let's Play oder aus einem Adventure-Map-Let's Play kommt, damit mehrere lachen oder so, aber naja. War irgendwie scheiße. Ja, keine Ahnung. Ich hab's nicht gewusst. Ich habe auf jeden Fall an meinem Jargon-Lutschen verschwendet, an Sepp, der keinen Humor hat. Ja, ich hab heute noch mal. Der Jargon! Der gute Jargon, Alter. Oh, Leute. Okay, ich hab die. Ja. Mhm. Okay, was nimmt Peter mit aufs Klo? Oh! Das bringt mich zum Lachen. Ach komm! Ach komm! Sie drehen. Das ist die erste Karte, Jay, die musst du drehen. Ach Mann! Okay. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Passt wieder überhaupt gar nichts, ja. Jawohl! Geschafft! Das einzige Wort, was passt, ist hier. Super. Was ich mit auf Klo nehme, um mit richtig voll zu kacken. Eine fehlt Handy, noch. Damit du mal wieder twittern kannst. Ja, oder das? Eine fehlt noch, wa? Ja, da liegen nur vier Karten. Ah, okay. Das ist alles Blödsinn, ja. Okay, ups, oder? So, dann gucken wir doch mal. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Dummi. Der ist so stumpf, Alter. Der ist aber. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Selber Magazine. Gut. Boah, direkt. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Sammy. Wow. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Boah. Ja. Ah, jawohl. Die Stumpfen. Was nimmt Peter mit aufs Klo? Hardys Porno. Oh, Hardys Pornogeschichte. Okay, Dominik. Ah, der hatte keine Pornogeschichte, der hat eine Puffgeschichte. Oder hat er auch eine Pornogeschichte, von der ich noch nichts weiß? Ja, war ja so ähnlich, glaube ich. Weil dann müsste es ja Puffgeschichte sein. Die Behinderten haben gewonnen. Ey, was, komm, die Puffgeschichte, das hat voll Sinn gemacht. Das war voll die Burn-Karte. Boah, so stumpf, nice. Ey, alles klar. Boah, echt, die war echt stumpf. Boah, damit habe ich am Leben nicht gerechnet. Drei, danke, fünf, danke, sechs, danke, danke. Okay. Bitte, bitte. Okay. Nächstes Jahr in den Kinos. Jay in der Hauptrolle von der Film. Oh Gott. Boah, jawohl. Boah, das gefällt mir nicht. Ich war mir auch sicher, dass ich damit eine Chance habe. Scheiße. Okay, fuck. Okay, ich werde verlieren. Auschwitz ist wahrscheinlich. Auschwitz, der Film. Ja, auf jeden Fall. Adolf Hitler, der Film. Ja. Super, tote Juden, der Film. Okay, ich freue mich schon drauf. Was ziemlich Unlustiges, aber naja, passt wenigstens. Hey, also ich muss sechs. Moment, hab ich stopp. Oh, scheiße, sechs. Ich hab meine eigene Karte. Ja, sehr gut, Peter. Wie willst du das jetzt raus? Ja, dann ja die habe ich halt verschwendet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber vielleicht lachen wir ja drüber, Peter. Ja, genau. Dann kriegst du einen Punkt der Herzen. Peter gibt's ja einfach selber. Du Schalker. Oh, scheiße. Habe ich die Karte da weggelegt? Oh, Mann. Nächstes Jahr eine Kino. Day in der Hauptrolle von Minderjährige, die Vorhaut abschneiden. Der Film. Man, das ist eigentlich eine Karte, wo man nur so One Word nehmen müsste. Der in der Hauptrolle von
Aladdin und die Wunde der Schlampe, der Film. Ja, das gut. Müssen so One-Wörter nehmen. Warum ja, aber es ist halt ein richtiger Film. Das ist dann wieder lustig. Ja, den kennt Peter in- und auswendig. Der in der Hauptrolle von Du Nutte, der Film. Ah. Der in der Hauptrolle von Natürliche Selektion. Der ist schon besser. Ja, finde ich auch nicht so auch schon besser. Der in der Hauptrolle von Schlechte Witze von Was? Nicht ernsthaft. Alter, bisher nice. Mein Favorit. Ja. Nächstes Jahr in den Kinos Jay in der Hauptrolle von Pädophile. Der Film. Das war deins. Das war meins, ja. Oh, yeah. Da hast du es nur drüber gedacht. Ey, das fand ich mega witzig, aber da braucht ihr auch Vorgeschichten für aus der Schulzeit damals. Ah, das wisst ihr leider nicht. Was? Ja, Jay, jetzt ja, kommt das raus. Spaß. So, natürlich gewinnt Schlechte Witze von Jay der Film. Lalalalalala. Boah, Peter, warum denn nicht Natürliche Selektion? Boah, das ist so gut, dachte, das habe ich gerade gezogen. An deinen das, hab ich das hat auch meinen Humor getroffen, Zietnis, aber... Ja. Aber Schlechte Witze von Jay passt halt super. Das passt viel zu gut. Das ja, passt echt geil. Gut. Wieder ein Punkt. Juhu. Ja. So. Guck mal. Was haben wir denn? Alter, wieso ist immer nur ich? Was braucht Jay, um sexuelle Befriedigung zu erlangen? Boah, Alter. Okay. Ah, ja, da bin ich mal irgendwer hat es auf mich abgesehen, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Was habe ich dem getan, dem Jungen? Oder der Frau, Mädchen, was auch immer. Obwohl ich da sagen müsste, dass das sehr verstörend wäre, wenn das aus weiblicher Hand entstanden ist, das Ganze. Ich hätte jetzt was richtig Persönliches für Hardy. Ja? Ja, dann legst du doch für Hardy, weil Hardy dran ist. So. Passt aber nicht so gut. Passt auch nicht so gut. Egal. Ihr seid schon richtige Spezialisten da, aber mit den Kabel. Oh, nein, ich kann schon runtergucken. Warte, hebt das nochmal hoch. Man kann, wenn man ganz tief da drunter ist, kann man sogar drunter gucken. Was? Alles klar, was braucht Jay, um sexuelle Befriedigung zu erhalten? Jetzt bin ich gespannt. Pädophile. Kinder. Was steht da? Ja, Kinder. Die Vorstellung eines Bukaka-Abends. Und Hardy. Ja, schon nice. Wer ist denn der, der den Load-Up kriegt? Der kommt in die Mitte, der ist Favorit. Der ja, wow, ist ja auch so eine von eins. Boah, dicker Favorit. Was braucht Jim Sex in der Frühling zu erhalten? Den Esel benutzt. Du nutzt den Esel, das ist aus Worms. Ach so, ja, nee, ist nicht. Ja, lustig. Ist aber nicht lustig. So. Musste erklärt werden. Sexuelle Befriedigung. Kann nicht immer mit Jay nur durch. Deutschen Granny Porn. Deutscher Granny Porn, Junge. Ja, ich muss das jetzt ein bisschen. Durch deutscher Granny Porn. So, warte, das ist auch nicht schlecht. Jetzt nicht so geil wie das erste, aber mal gucken, wie meine Laune entscheidet. So, also, sexuelle Befriedigung erlangt Jay nur durch. Nicht den Tisch bewegen. Deine Mutter. More Repeat. Ja, nicht lustig. Boah, ne, ich hasse More Repeat. So. Ja, eben. Alles klar. Da krieg ich einen richtigen. Afrikanische Kinder! Da. Oh, Scheiße! Ja, danke! Oh, danke, da sind doch mal die Kinder! Da sind man muss Kinder. Sagen, der ist sehr stumpf. Der mit dem Granny Porn, ja, ganz witzig, aber der ist dismissed. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war mein Favorite hier. Den Film. Oh ja. Bukake? Ja, die Bukake. Cool. Ja, der mit den afrikanischen Kindern, das war mir selbst mir jetzt gerade mal Christian zu stumpf. Ist so krass in dem Spiel. Ich fand das einfach immer Luck. Mit guten Karten. Ich dachte gerade, dich könnte ich auch ansprechen mit stumpfen Witzen, ey. Ja, Peter, ein bisschen ja, Niveau muss dabei sein. Bisschen. Ich hab leider Granny Porn war mit in der Auswahl. Nicht mehr so rassistisch. Ja, aber er hat noch nicht gewonnen. Aber nicht gewonnen, ja, das war ein Bukaka-Abend fand ich witzig. So, Jay, hau rein. Ein bisschen Niveau muss drin sein, Bukaka-Abend. Ja, immer im Mehrniveau als afrikanische Kinder. Ja, okay, das Peter, stimmt. Das ist immer Ansichtssache von seinen Vorlieben, ne? Auschwitz ist safe. der Satz des Monats. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, danke. Okay. Aber jetzt hätte auch schlechte Witze von Jay gut gepasst. Nein, danke. Soll ich jetzt eine Karte aus Überzeugung legen oder eine, die wirklich. Also, wenn jetzt einer Adolf Hitler legt, der sollte das zurücklegen. Muss ne? nicht aus deiner nicht. Überzeugung legen, Christian, sondern aus Jays Überzeugung. Aber ich weiß nicht, ob wir uns da decken, aber. Ne, ich deck dich nicht.
Oh shit, du hast ja noch eine ziehen. Karten. Ich muss noch zwei ziehen sogar. Scheiße. Vielleicht hätte ich da eine andere Karte gelegt. Ja, die hättest du dann gezogen. Zweite. Scheiße, ich hätte wirklich eine andere Karte gelegt. Da sind vier, da sind noch ein, da fehlt noch einer. Ja, eine von mir. Hä? Wer fehlt denn noch? Ja, ich fehl noch. Ja, dann nehme ich dir jetzt einfach die hier, ja? Nein, Mann! Die, aber okay, die. Das ist eigentlich vollkommen egal, welche. Kannst du mal aufhören, mein. Oh Gott, jetzt das schon. Leg doch mal schneller! Ja, Mann, ich. Das passt halt alles nicht so richtig. Dann mach eine Burn-Runde. Könnte auch eine Burn-Runde machen. Dann nimm die schlecht. Dann also die. Ja, nein! Ich will die Ausdrehe haben. Die? Die, ja. Die? Okay. Du sollst die auch mal umdrehen, du Mob! Ich hab sie nicht gelesen. Ich hab sie nicht gelesen. Ich hab die nicht gelesen. Ach, fickt euch doch. So inkompetent, das gibt minus 1, ey. Das gibt minus 1. Ja, genau, aber plus für Sepp. So, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, danke. Münzen. Nein, danke. Boah, der lässt du bei mir legen. Boah, der ist aber. Das stimmt. Aber geil. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, danke. Dagi Bean, nein, Dagi. Und dann passt er. Ja, ist schon nicht schlecht. Dieser Moment, wenn Peter Jane in die Boxengasse denkt, nein, danke. Ja, das war ein doch, wunderschöner auf jeden Moment. Fall. Ja, bitte, ein wunderschöner Moment. Lol. Also, nimmst du mal hier nur eine, du Arschloch. So. Peter auf dem Klo, nein, danke. Da kann man aber nicht verhindern, das ist. Ja, das stimmt. Das irgendwann ist echt in deinem gut. Leben wirst du das auf jeden Fall haben. Weißt du, deswegen zahlen wir halt Kanalisationssteuer. Von einem Delfin in den Arsch gefickt zu werden. Nein, danke. What? Das hört sich sehr nach Family Guy an. Oder nee, okay. Das ist Softpack. Könnte doch natürlich auch wieder von also, Fantasie kommen. Also, das und das sind meine Favoriten gerade. Aber ich weiß halt nicht, was schlimmer ist, von einem Delfin in den Arsch gefickt zu werden oder Dagi Bee. Ich glaube, Dagi Bee gewinnt. Das kann nicht wahr sein. Aber ein Gewinner, du bist Mensch. So ein Tier, das ist echt gewonnen. Ich hätte G-Karte gelegt. Vor allem noch gerade gezogen. Wer hätte nicht gewonnen? Dagi Bee ist definitiv witziger. Auf jeden Fall. Selbst Weisheit habe ich auch noch gezogen. Das passt halt ganz gut. Ja gut, aber lustig. Aber jetzt kann ich gereicht, wa? Hadi, was hast du denn jetzt überhaupt gelegt? Das mit dem Delfin? Nee, das mit dem Delfin. Oh, ernsthaft? Nee. Und das wolltest du wegbrennen? Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Ja, eben. Ich fand das gar nicht so schlecht. Aber da ging mir halt einfach witziger. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welche der beiden Peach-Meat-Versionen werden kann. Ja, genau, wie man Christian schlagen kann. Und, ja, welche Peach-Meat-Version euch besser gefallen hat von Cards Against Humanity oder die normale Cards Against Humanity-Version. Das ist natürlich auch nicht gerade unwichtig. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.